Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute einiges mit euch vor. Wir werden einen viralen TikTok-Hack testen. Wir werden hyptes neues Make-up testen und das alles in einem Video. Und neues PR-Make-up. Alles zusammen. Freunde, ich habe eine dicke, fette Kiste vor mir stehen. Vor mir stehen auch noch ein paar Sachen, die ich heute alle mit euch benutzen möchte. Ich hoffe, dass mein Gesicht ausreichend wird dafür. Aber ich bin gespannt und ich möchte eigentlich gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und falls nicht, hoffe ich, dass es euch zumindest mit dem Video ein kleines bisschen besser ergeht. Das ist das Schönste immer für mich, wenn ich von euch höre, dass meine Videos euch irgendwie glücklich machen. Und dann bin ich auch glücklich und dann sind wir alle glücklich und dann ist das alles gar nicht so schlimm. Aber hallo, ich bin da und ich bin fit und ich bin glücklich. Und ausgeschlafen. Satt bin ich nicht. Ich habe nämlich ziemlich großen Hunger. Ich habe noch nicht gefrühstückt, aber ich dachte mir, wir fangen erstmal hiermit an mit dem Wichtigen. Freunde, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich erzähle euch erstmal kurz so ein bisschen, was ich eigentlich vorhabe. TikTok, ich komme damit absolut nicht zurecht, wenn ich ehrlich bin mit euch. Ich habe keinen blassen Schimmer, was dieses TikTok ist, wie es, also ich weiß, was es ist, aber ich komme damit nicht klar. Ich habe einen TikTok-Account, ich setze euch das mal unten hin. Ich komme damit nicht klar. Wirklich nicht. I'm sorry. Und es gibt aber so ein paar richtig coole Videos und ein paar richtig coole Hacks. Ich liebe auch die YouTube-Videos, wo Leute TikTok-Hacks exposen. Und heute werden wir einen Hack testen, den ich ganz spannend fand. Den habe ich neulich von einem Make-up-Artist sogar gesehen. Dann ging das Ganze so zu TikTok über. Und das probieren wir heute aus. Und zwar pudern wir, bevor wir überhaupt Foundation rauftragen. Mein logisches Make-up-Gehirn sagt nein. Ich bin gespannt, was das Ergebnis dann sagt. Ihr könnt sehen, ich habe noch nichts im Gesicht und ich fange als erstes auch gleich mit Hautpflege an. Ich probiere ein paar Sachen aus. Ich sage jetzt noch gar nicht so viel dazu. Ich will einfach, dass ihr schon mal gesehen habt, was ich hier gerade habe. Ich komme da wahrscheinlich in der nächsten Zeit nochmal zu. Ich habe hier einmal von Flora Mare die Ocean's Cream 24 Stunden Pflege. Die habe ich gestern bekommen und davon nehme ich mir einfach so ein bisschen und trage mir das auf. Der erste Schritt ist Hautpflege. Da gebe ich mir im Moment auch in meinem Alltag sehr viel Mühe. Ich habe gefühlt 10 Schritte jetzt mittlerweile drin. Die packe ich jetzt hier nicht alle mit in das Video mit rein, weil sonst wird es zu lang. Ich nehme Sprays, lasse es einziehen, dann nehme ich wieder was anderes und hin und her und hin und her. Und lasse das Ganze erstmal so ein bisschen einziehen. Dann habe ich was bekommen, was ich ganz spannend fand. Und das ist von Dior, das Hydro Life Matte Dew Hydration Sorbet. Matte und Dew sind für mich zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ich mag das aber sehr gerne. Ich habe es die letzten Tage schon mal benutzt. Das ist so eine bläuliche, milchige Flüssigkeit und auch die gebe ich mir oben rüber. Also ich versorge die Haut wirklich mit ganz viel Pflege, einfach damit wirklich mein Gesicht glücklicher ist als der Rest meines Körpers, der völlig unterversorgt mit Wasser ist. Das Einzige, was ich im Moment trinke, ist Selleriesaft. Aber meine Haut sieht Bombe aus, also ich will mich da nicht beschweren. Okay, die lassen wir so ein bisschen einziehen und in der Zwischenzeit mache ich einen Schritt, den ich jetzt seit ein paar Tagen mache. Ihr wisst ja, ich mache Color Correction unter meinen Augen, weil das einfach so ein bisschen dunkel ist. Und die Corrector, die ich im Moment habe, die sind schön die ersten 4-5 Stunden, aber irgendwann im Laufe des Tages verändert sich die Foundation dann natürlich und dann trennt sich so ein bisschen das Produkt. Also direkt hier an dieser Linie an meinem Auge wird es dewy, aber unter meinen Augen hundetrocken. Und ich nehme jetzt hier von We Makeup ein Liquid Lipstick. Und da zieht sich bei mir eigentlich schon alles zusammen, wenn ich das höre. Aber die sind so nicht austrocknend, dass ich mir die mit gutem Gewissen unter die Augen geben kann. Sieht total Banane aus, aber ich blende das Ganze einmal aus so ein bisschen und bleibe da auch wirklich hier einfach, wo die dunkelsten Punkte sind. Sieht völlig verrückt aus, I know. Aber das korrigiert wirklich, wirklich gut. Das ist ein super Dupes hier. Im Moment super viele Dupes hier. Wow. Irgendwann werde ich noch gedupt hier. Zu dem Nikita Dragon Beauty Ding, weil es eine andere Farbe hat. Also ich benutze eigentlich den von Jeffrey. Der ist aber nicht orange genug für meine Augenschatten, habe ich festgestellt. So, und das blende ich aus und jetzt sehe ich aus, als hätte ich eine Woche lang am Bahnhof Zoo gelegen. Okay, so, Haut ist schön mit Feuchtigkeit versorgt, ist schön tacky und jetzt kommt der Hack, Freunde. Und zwar wurde jetzt abgepudert. Und ich benutze davon von Becker meinen Hydro Mist Puder.
Das ist nicht mehr Hydromist, das ist einfach nur noch Pups trocken. Das war mal, ich weiß nicht, ob er mir schon so lange folgt, das war mal so ein Puder, wenn man das ins Gesicht gegeben hat, dann wurde das Gesicht, es war nass, also es fühlte sich nass an. Und das tut es jetzt nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, dass es trotzdem noch so ganz leicht die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Und wenn ich jetzt Puder benutze und dann wieder mit einem Cremeprodukt drüber gehe, hatte ich so ein bisschen Angst. Und das funktioniert ganz gut. Ich gehe einfach mit so einem großen, fluffigen Pinsel rein und presse mir das wirklich hier um meine T-Zone. Da, wo es schnell ölig wird und wo ich vergrößerte Poren habe. Und ihr könnt schon sehen, wie weich gezeichnet das Gesicht jetzt aussieht. Also natürlich unter meinen Augen nicht. Es ist alles ganz, 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 ganz besonders weich. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Pore Blurring Primer. Aber den haben wir jetzt nicht benutzt. Und das Puder legt sich trotzdem so ein bisschen in eure Poren. Und die Oberfläche wird einfach weicher. Das reicht tatsächlich schon. Und jetzt, es ist ganz verrückt, Freunde. Also ich mache das die letzten Tage. Und dann kann ich euch auch am Ende schon eine Review dazu geben, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Jetzt nehme ich ein Setting Spray. Und ich habe jetzt hier von Sassy Beauty das Hydrating Fixing Spray. Das ist ohne Animal Testing, das ist vegan und ist eine Clean Beauty Marke. Und das ist Glas. Also auch die Verpackung von Sassy Beauty. Ich habe eine Insta-Story gestern gemacht dazu. Das ist alles mega. Also die Verpackung hat nicht mal Kleber dran, sodass es umweltfreundlicher ist und einfach so recycelt werden kann. Also sie haben sich da schon echt Gedanken gemacht. Und damit gehe ich jetzt einfach über mein Gesicht und lasse das Ganze wirklich, wirklich einziehen, Freunde. Also dadurch, dass wir jetzt mit dem feuchten Spray wieder über das Puder gegangen sind, ist das dieser Schritt, den wir eigentlich nach dem Pudern am Ende machen. Und das wirkt alles wieder so ein bisschen verschmolzen und diese Trockenheit ist ein bisschen weg. Die nächsten Schritte sind recht basic. Ich nehme heute wieder die Shiseido Synchro Skin Foundation. Nicht, weil sie besonders gut ist, sondern eher, weil ich viel Geld dafür ausgegeben habe und sie sonst irgendwie nicht benutze. Also ihr merkt schon, in der letzten Zeit probiere ich so ein bisschen darauf zu achten, Produkte, die ich von meinem eigenen Geld gekauft habe für ein Video oder so, zu benutzen. Einfach, dass es nicht schlecht wird. Vor allen Dingen diese flüssigen Produkte. Wir lassen das Ganze kurz ein bisschen einziehen. Gott, ich bin so extra heute, ne? Mit dem Orangen bei meinen Augen. Living Queen. Das Ganze ist jetzt so ein bisschen eingezogen und die Haut sieht wirklich, wirklich gut aus jetzt. Abgesehen von meinen orangefarbenen Augen. Ich nehme jetzt einfach meinen Schwamm und fange an, mir die Foundation einfach oben rüber zu geben. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, bei wem jetzt das Herz eines Make-up-Lovers stehen bleibt, wenn ihr wisst, ich habe schon Puder im Gesicht. Jackie Einer hat das eine ganze Zeit lang gemacht schon. Ich weiß aber nicht, ob sie die Schritte... Nein! 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 Ich habe was vergessen! Nein! Primer! Wir hätten jetzt noch Primer rübergeben können. Stopp, stopp, stopp. Wir geben jetzt Primer rauf. Also, denkt euch den Teil jetzt hier weg. Wir machen das auf der Stirn, die ist nämlich groß genug dafür. Ich nehme jetzt hier von Becker den Instant Complexion First Light Priming Filter. Und das ist dieses lilane Ding hier. Und das gebe ich mir auf die Stirn. Jetzt nur zu Demonstrationszwecken, dass es, Spoiler-Alarm, es funktioniert. Sorry. Da habe ich gerade ein bisschen geträumt. Also, ihr könnt sehen, ich gehe jetzt einfach mit dem normalen Primer, den ich sonst im Alltag auch benutzen würde, rüber. Ich arbeite jetzt erstmal hier noch so ein bisschen weiter, bis es an der Stirn eingezogen ist. Die Foundation sieht jetzt ein bisschen hell aus, Freunde. Wirkt jetzt aber nur so hell, weil ich selbst Bräuner benutzt habe. Ich habe in den letzten Wochen ein paar Kommentare bekommen, dass meine Foundation ja so schlecht passt wie noch nie. Stimmt auch. Aber ich habe selbst Bräuner benutzt und ich war im Urlaub. Und Team Günstmoos kauft sich nicht für 2 Wochen eine neue Foundation, damit sie passt. Dafür haben wir Bronzer. Ich arbeite mir das jetzt hier einfach ein und also hätten wir jetzt das ganze Spektakel hier mit Primer eingerieben, hätte das Ganze auch funktioniert. Also da habe ich mir wohl die Videopunchline selber genommen gerade. Kennst du mich selber hier. Aber nein, also dieser Hack, ich kann es euch jetzt sagen. Es funktioniert. Und ich weiß nicht, warum man da früher nicht drauf gekommen ist. Vielleicht war das auch schon mal ein Trend. Korrigiert mich bitte, wenn das falsch war. Vielleicht hat man das früher gemacht. Vielleicht hat Oma das früher auch schon gewusst und hat die Schritte immer so gemacht. Und irgendwann kam dann jemand und hat gesagt, nee, du musst zum Schluss pudern. Also das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, wenn ihr ölige bis normale Haut habt. Wenn ihr trockene Haut habt, könnte es auch funktionieren. Ihr braucht am Ende halt weniger Puder einfach. Wenn ihr wirklich mit Feuchtigkeit vorher arbeitet, so wie ich, auf der Stirn vor allen Dingen. Hier bin ich ölig und hier bin ich wirklich trocken. Und dann funktioniert das Ganze. Ihr könnt das ja auch, das ist das Schöne, so dosieren, wie es für euer Gesicht passt. Die Foundation ist einmal eingearbeitet. Jetzt kommen wir zu Concealer. Da habe ich nichts Neues. Irgendwie
So die letzten Wochen sind so, diese Base-Zeit wie letztes Jahr ist so ein bisschen vorbei, glaube ich. Ich benutze von Sleek den Lifeproof Concealer im Moment ganz gerne. Der ist nicht so hell und viele von euch werden jetzt wahrscheinlich rückwärts umfallen, dass ihr mich mit einem Concealer seht, der nicht so hell ist wie meine Toilette. Ich arbeite mir den einfach ein, der hat eine schöne Deckkraft. Ich finde den Geruch furchtbar. Nein! Aber der sieht wunderschön unter den Augen aus. Der ist nicht so super matt, der ist aber auch nicht so super glänzend und rutscht dann durch die Gegend. Und der hat einen schönen gelben Unterton und korrigiert dann bei mir auch so ein bisschen. Ich habe den in der Farbe Almond Latte 05. Und dann habe ich ein neues Puder bekommen. Das ist auch von Sassy Beauty. Das haben ganz viele Leute extrem gehypt. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe eine Zusammenarbeit mit Sassy Beauty. Nicht hier für YouTube, sondern nur für Instagram. Aber ich möchte halt, dass ihr seht, dass ich die Produkte benutze und sie kennenlerne und schaue, wie sie funktionieren, weswegen ich sie auch in so ein YouTube-Video mit reinmache. Ich komme dazu aber nochmal. Aber ich will, dass ihr nicht denkt, okay, er platziert irgendwelche Sachen auf Instagram und dann benutzt er sie nie wieder. Also ich werde das jetzt die nächsten Tage benutzen. Und da das erste Mal ist, dass ich mich schminke, seitdem ich dieses Paket bekommen habe, benutze ich es gleich. Also ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt und das auch versteht. Das ist ein Puder und das soll wohl ein Dupe sein zu High-End-Pudern. Ich bin gespannt. Also, ihr könnt sehen, ich habe es auch noch nicht benutzt. Das ist First Impression jetzt. Hier ist nämlich noch dieses Ding drauf. Auch das kommt in einem Glastiegel und hat einmal so Löcher. Gib mir mal so ein bisschen was hier in mein Deckelchen. Gehe nochmal hier unter meinen Augen lang, nehme die trockene Seite, gehe rein und fange an, mein Gesicht zu baken. Okay, she's bright. Es ist sehr fein gemahlen tatsächlich und das lasse ich jetzt genau so. Ich nehme den Rest nicht für mein Gesicht, sondern ich will ein anderes Puder benutzen, was nicht PR ist, aber was ich, also wann habe ich das gekauft? Ich habe mich mit Kati Contra Junkie getroffen, 15. 16. Februar, da habe ich das gekauft und ich habe schon Hit the Pan und ich wollte euch dazu eine Review geben. Das ist das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder in der Farbe Fair. Freunde, was soll ich euch da noch für eine Review geben, ne? Also ich meine, ich habe Hit the Pan in einem Puder. Es ist iconic. Wo es mir am besten gefällt, ist unter den Augen tatsächlich. Einfach vorher ganz leicht drauf und dann baken, damit das Baking Puder nicht so komisch haften bleibt auf dem feuchten Concealer. Es sieht wirklich schön aus auf dem Gesicht und ich weiß nicht, warum das so ist oder was daran so besonders ist, weil am Ende ist es ein Puder, aber es sieht mega aus. Ich nehme jetzt nochmal einen weicheren Pinsel, gehe hier nochmal rein und entferne dann das Baking Puder. Also ihr könnt sehen, der Concealer hat nicht ganz so viel abgedeckt, wie ich sonst mag. Normalerweise mag ich das ja wirklich gerne weiß unter meinen Augen. Aber der Rest meines Gesichtes ist definitiv weiß. Weiter geht es mit einer Palette und da habe ich von Benefit die Cheekstar Palette bekommen. Da sind drin Dallas, Sugar Bomb, Cookie, Hula und Georgia. Sieht einmal so aus, habe ich auch noch nie genommen. Und wir bronzen jetzt mal. Dazu nehme ich meinen Pinsel von It Cosmetics und gehe in den Hula Bronzer. Der ist gut, ne? Also ich habe den ewig nicht benutzt, den Hula Bronzer. Und damit wärme ich einfach mein Gesicht auf. Ist schon ein schöner Bronzer, ne? Also die Palette ist nicht ganz günstig, aber wir haben halt 5 Full-Size-Produkte mit drin. Es gibt die auch noch einzeln. Die kommen dann in so einer Verpackung. Der Blush ist wunderschön. Ich habe da auch noch ein paar andere. Einmal hier den Dandelion Twinkle Highlighter. Den Georgia Peach Blush. Vielleicht benutzen wir den gleich mal. Okay, Bronzer gefällt mir sehr gut. Ist aber keine Überraschung. Also das ist ein wirklich guter Bronzer. Ich überlege jetzt, nehme ich den Georgia Blush? Ah ne, der ist ja auch in der Palette drin. Also der hier ist der einzelne zu dem, den es in der Palette gibt. Deswegen benutzen wir doch einfach mal den in der Palette. Das ist dieses Schätzchen hier. Was ist Dallas? Dallas Tambourine? Keine Ahnung. Je ne sais pas. Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt meinen Blushpinsel. Oh, und vielleicht auch nicht der schwarz. Warum ist er schwarz? Wir nehmen einen sauberen Pinsel und ich gehe in die Farbe Georgia rein. Der hat so ein bisschen Schimmer mit drin, glaube ich. Pinsel sieht gut aus und den trage ich mir jetzt hier einfach auf meine Apfelbäckchen auf. Aber da kommt nicht viel. Okay, der hat fast gar keine Farbe. Ich gehe mal in die Farbe Sugar Bomb hier. Okay, hat definitiv mehr Farbe. Richtig gut. Okay, wow. Ich liebe, dadurch, dass hier so ein Gelb mit drin ist, kann man sich das so ein bisschen anpassen. Und das sieht sehr sonnengeküsst aus. Also es ist nicht so pinky, sondern das ist eher so Solaren-Bräunungsstudio. I'm living, wie immer, hier, hier und hier oben, Freunde, hier oben, Blush. Damit es wirklich aussieht wie ein Sonnenbrand. Habe ich neulich gesehen, I stan. Das wärmt das Gesicht noch
vorsichtig, ne? Also nicht nochmal groß hier reingehen, so ein bisschen hier und hier oben, weil wenn ich einen Sonnenbrand bekomme, dann hier und hier, nicht hier. Hier. Highlighter haben wir auch noch mit drin. Nehmen wir den? Ja, wir nehmen den. Die Farbe Cookie sieht sehr, sehr wet aus. Ich nehme jetzt den Mrs. Bella Highlighter Brush. Ich mache mal ein bisschen ab. Okay, she's white, aber nass. Also, schöner Highlighter. Sehr schön. Ich gebe mir den hier auch auf meine Nase. Der sieht richtig wet aus. Also das ist nicht so ein glitzeriger Highlighter, finde ich, sondern sehr, sehr metallisch. Gefällt mir gut. Also die Farbe Georgia war halt jetzt nichts. Vielleicht wisst ihr, was die Farbe Dallas sein soll. Sieht halt auch aus wie ein Bronzer oder so ein Konturton. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich habe aber noch was anderes von Benefit bekommen. Und das ist diese Brow Zinks Palette. Alu. Und hier drin sind drei verschiedene Wachse und drei verschiedene Puder und Pinsel. Ich gehe jetzt einfach hier mit so einem großen rein und gehe als erstes in diese helle Farbe hier. Also ich habe jetzt auch wirklich die hellere Palette genommen, einfach um so ein Ombre-Brow hinzukriegen. Ich mache im Moment meine Augenbrauen fast gar nicht mehr. Ich hole euch mal ein Stückchen daran. So, und jetzt passt meine Farbe nämlich auch im Gesicht. Also ich nehme jetzt wirklich diese blonde Farbe hier und bleibe damit hier vorne, damit ich hier ein ganz, ganz hellen Effekt habe, nur so ein bisschen ausgefüllt. Also das hat fast meine Hautfarbe. Nicht ganz. Ihr seht's, ne? Also er hat Farbe, aber nicht so super, super viel. Und dann werde ich dunkler, gehe hier hin. Ich verstehe die Sortierung nicht so ganz. Hell, dunkel, etwas heller und ganz dunkel. Und damit arbeite ich mich dann weiter nach hinten. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, seid ihr bei den Augenbrauen Team Pomade, Team Puder oder Team Stift? Das, oder vielleicht mache ich euch, wenn ich dran denke, eine Abstimmung hier mit rein. Das ist halt wirklich so unterschiedlich. Ich habe auch schon alles durch. Und dann gehe ich in die dunkelste Farbe für hier hinten. Ich finde, so eine pudrige Braue sieht immer ein bisschen natürlicher aus. Und ich finde es schön, dass hier so verschiedene Farben drin sind, dass man diesen leichten Ombre-Effekt auf jeden Fall hinkriegt. Gehe dann jetzt mit meinem Spoolie hier einmal durch, verblende das Ganze so ein bisschen. Richtig schön. Richtig, richtig schön, Freunde. An das Wachs traue ich mich nicht. Ich habe Angst, dass ich es jetzt verbocke. Deswegen lassen wir das. Aber wir kommen zu einer Lidschattenpalette. Jetzt seid ihr nämlich schon so schön dran. Da habe ich von Sleek die Chasing the Sun Eye Divine Mineral Based Eyeshadow Palette bekommen. Sieht einmal so aus. Und von innen sieht sie einmal so aus. Ich finde, die Lidschatten von Sleek sind gut. Ich finde, das Packaging ist aber recht schlicht gehalten. Ich nehme jetzt hier so einen angepointeten, etwas fester gebundenen Pinsel und ich möchte, dass der Look heute sehr monochrom wird. Ihr habt mir so viele liebe Kommentare zu meinem orangefarbenen Hermes-Lippenstift geschickt und ich habe es auch geliebt. Und deswegen machen wir das Ganze heute nochmal mit Lidschatten so ein bisschen. Ich gehe hier in das Orange mit rein. Sieht sehr pigmentiert aus. Ich klopfe einmal ab. Das platziere ich mir hier hin. Ich presse das jetzt hier einfach nur komplett auf mein Lid und baue mir die Farbe auf. Wie gesagt, meine Base ist jetzt so ein bisschen gesettet gewesen. Wenn mich eine weiße Base genommen hätte, könnte das Ganze etwas intensiver aussehen. Aber ich habe das bewusst jetzt gemacht, weil ich nicht so ein Neonorange haben wollte, so wie es hier in der Palette aussieht, sondern eher so ein abgemuteteres Orange. Ging sehr, 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 sehr gut drauf. Und dann blenden wir das Ganze nur aus. Also das ist jetzt hier so ein ganz, ganz schlichter, schneller, so ein bisschen sommerlicher Look. Ich bin echt in Sommerstimmung. Das Wetter ist eine Katastrophe. Die Farbe blende ich schon mal so ganz leicht aus. Also es soll ja wirklich recht monochrom werden. Nehme mir einen anderen Pinsel hier von Morphe. Das ist der M441 und gehe in diese Farbe hier rein. Die haben Kickback, die Farben, ne? Also kein Schreck kriegen. Finde ich persönlich jetzt aber nicht schlimm. Und damit blende ich das einfach nur aus. Schön orange. Eigentlich ist Orange gar nicht meine Farbe, aber seit diesem Lippenstift und seitdem ich diese Box hier stehen habe, die Tüte steht nämlich übrigens immer noch hier. My life is a mess. Ich komme im Moment tatsächlich zu nichts. Und gehe jetzt nochmal in dieses Gelb hier und setze mir das hier oben mit rein, dass es einfach noch ein bisschen mehr Farbe gibt, direkt unter die Brauer. Nur so ein ganz leicht, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Was ich ganz gerne mache, ist so ein bisschen messy arbeiten. So einen Pinsel nehmen und dann einfach rüber. Nicht so ordentlich, nicht diese weichen, präzisen Looks. Um das Ganze zu verdunkeln, gehe ich ganz leicht hier in dieses Rot und mische das mit diesem, was ist das, Grau und gebe mir das nur hier außen hin für so ein bisschen Tiefe. Und auf mein bewegliches Lid gehe ich ganz leicht in dieses Gold hier. Das ist so ein richtig schönes Gelbgold und das presse ich mich hier rauf. Wie gesagt, auch nicht ordentlich, einfach nur rauf da. Richtig schön. Cool. Ich habe von denen auch eine Highlighter-Palette bekommen. Das ist die Fire It Up-Palette. Ich glaube, dass mir die zu dunkel ist. So rot, metallic. Ja, okay. Das ist halt sehr dunkel, ne? Aber vielleicht nehmen wir die Farbe mal hier auf unser Lid und geben da nochmal so ein
bisschen mehr Effekt drauf. Yes. Das ist wirklich glitzerig jetzt. Also das ist nicht mehr so ein feiner, leichter Schimmer, sondern das ist pures Glitzer. Lieb's. Ich mach mal... Ja, das war das Ende der Palette. Sorry. Ich wollte sagen, ich mache mal kurz meinen unteren Wimpernkranz. Auch hier nichts Wildes, Freunde. Ich nehme jetzt einfach dieselben Farben hier und smoke mir das einfach hier runter. Ich würde jetzt einmal Lippenstift mit euch rauf machen schon. Dazu benutze ich von Hermes diesen Lippenstift. Der ist wunderbar. Viele hatten kritisiert, dass ich keinen Langzeittest gemacht habe, Freunde. Ich habe einen Langzeittest im Nachhinein gemacht von dem anderen und die sind bombastisch gut. Dann würde ich einmal Lashes drauf machen und dann kommen wir zu den nächsten Produkten. Freunde, ich habe einmal die Lashes drauf gemacht. Ich habe mit Absicht sie mal hinten ein Stückchen höher gesetzt, dass es so ein bisschen Cat-Eye-mäßiger ist. Ich lieb's. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Sieht von nahem schwierig aus, von weitem aber mega, weil es einfach das Auge nochmal so ein bisschen weiter nach hinten zieht und es ist so ein bisschen artistisch. Facetune regelt auf jeden Fall. Ich möchte noch einen Gloss rübergeben. Da benutze ich jetzt von Essence diesen Gloss hier. Das ist der Shine 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 Wet Look Lip Gloss in der Farbe Peaches in Cream. Der passt dazu perfekt zu dem Lippenstift. Würde das Ganze setten mit dem Sassy Beauty Hydrating Mist. Und wir sind durch. Ich lieb's. Also ich liebe diese Palette. Ich liebe diesen so ein bisschen messy Look, so ein bisschen summery. Mit einer neutraleren Lippe wäre das Ganze wahrscheinlich alltagstauglich. Ich mache das Ganze aber so ein bisschen, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen zu Instagram passt. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Ich schaue mal, dass ich euch alle Produkte einmal schon mal unten in die Infobox verlinke. Ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren, Freunde. Lasst dem Video gerne ein bisschen Liebe da. Lasst euch untereinander gerne ein bisschen Liebe da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.